Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mr. Riff Neuschwanstein. Ha ja. Hebel mit Theatersymbol. Die Minispiele werden hier langsam aber sicher. Ja. Die Minispiele werden einfach. Cooles Stück. Konnte das da drauf reiben? Nö. Warum sollte das eigentlich? Ich habe ein Kohlestück. Ein Hebel, eine Kerze. Ein Schlüssel, ein Foto. Zwei ein Mondamulett und ein Wassersymbol. Und jede Menge Briefe und immer noch den Heinrich von ganz am Anfang. Ich sehe schon, der wird schon irgendwen einmal das Leben retten hier. Ich sehe es schon. Ist eine Ladschube, war der Kaffee nicht dran. Damit können wir immer noch nichts machen. Können wir das jetzt fotografieren? Nö. Warum können wir da dann immer noch ran? Die Kohle drüber schauern? Nö. Warum können wir da nicht mehr dran? Wollen sie das, hä? Da war ein Zettel. Okay, Ludwigs. Natürlich Ludwigs. 5. Dezember. 5. Dezember 1885. Es gibt wenige Tage, an denen wir die Entscheidung bereuen, das Foto mit unserem speziellen Freund gemacht zu haben. Es könnte ein fataler Fehler mit schwerwiegenden Folgen gewesen sein. Wir bringen es nicht übers Herz, dieses Beweisstück, den Spiegel modernster Technik, zu zerstören. Daher brauchen wir einen sicheren Ort, an dem wir das Foto verstecken können, und es außer meinen Nächsten niemand zu Gesicht bekommen möge. Wen zum Geier haben die da auf dem Foto drauf? Jesus oder wen? Mann, Heiliger Gral, die wollen nicht, dass es irgendjemand sieht. Just so Gedankenknüpfungen, die ich hier so hab. Ansonsten ist hier nichts außerdem, wo man nicht rankommen. Jede Menge Fotos, die wir uns nicht mal anschauen dürfen. Da noch zwei Türen, die offensichtlich nirgends hinführen. Ja. Schwenkbrüge. Einer. Schwenken. Und Tiada. Dieser Raum ist keine besondere Überraschung. Es ist ja allgemein bekannt, dass Ludwig eine Passion fürs Theater hatte. Mir scheint, der König war ein Mann mit vielen Passionen. Naja, mehr mit viel Freizeit, aber gut. Ah, lass Notizen. Ludwig II. Liebte das Theater und umgab sich gerne mit Schauspielern und Autoren. Da ihm aber die anderen Zuschauer und Gaffer zuwider waren, ging er schließlich dazu über, den gesamten Saal zu mieten und die Aufführungen völlig alleine zu genießen. Alleine in München wurden 44 Opern, 154 Schauspiele und 11 Ballettaufführungen nur für den König inszeniert. Ja, das ist der Sohner, der wird heute ein Privatjet haben. Weinflasche. Erstmal einstecken. Professor Dr. Schlauschlau will einen Wein haben, wie es aussieht. Na gut, der alte Wein ist ja gar nicht mehr so wenig wert. Ich persönlich mag lieber Weißwein, aber gut, von mir aus. Ansonsten sieht es hier wieder sehr duster aus. Was Sachen zum... Ah, hier wieder Notiz. Ludwig. Ja, wie die Schlawine. 21. 21. Dezember 1885. Wir haben es vollbracht. Das Skript mit unserem neuesten Meisterstück ist vollendet. Die Uraufführung wird die Welt des Theaters revolutionieren. Und selbst William in den Schatten stellen. Diese Errungenschaft müssen wir mit unserem guten Freund Richard teilen. Wir werden ihn dazu in unser geheimes Reich einladen. Wer ist dieser Richard, verflucht? Das kann doch nicht sein. Was ist... Bitte wie?
Ein Stein über andere Steine. Aha. Okay. Ja gut, das dürfte ihr hoffentlich hinkriegen. Okay. Sogar automatische Reset-Funktion bei dem hier. Okay, das ist direkt Feierabend. Ist auch direkt Feierabend. Ist auch direkt Feierabend. Ist auch direkt Feierabend. Da, 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 da. Lass es. Ich versuche die ganze Zeit über den Grasstein hier zu springen. Ey, das muss irgendwas. Der hat hier unten irgendwo den Heiligen Gral gebunkert. Das kann so mir nicht anders erzählen. Tu den da hin. So, und jetzt? Ach was, mit dem kann ich auch springen? Nö. Hä? Wieso kann ich den dann überhaupt anklicken? Verdammt. Aber der oben schon mal weg. Wenn ich das Muster hier unten wiederholen können würde, dann würde es machen, aber es geht nicht. So, machen wir den nicht. Ja, aber den dürfen wir nicht machen, weil dann ist ja der über den Gralstein gesprungen und das dürfen wir ja nicht. Oh ja, wir dürfen ja nicht über den Gral springen. Und wir tun es trotzdem permanent. Geht wieder nichts weiter. Solange es was Neues ist, ist wenigstens der Geist nicht komplett weg. Ist schon mal besser als gar nichts.
Wenn es dann resettet, warum gibt es dann überhaupt die Möglichkeit, da über den Gral zu springen? Das kann ja allein schon mal nicht funktionieren. Hä? Ich muss mit dem springen können, sonst kann das gar nicht erst funktionieren. Aber irgendwie. Geht das nur auf Anliegende oder wie? Oder wie oder was oder wo? Jo, mit Anliegenden kann ich drüber. Mit dem Gralstein kann ich über Anliegende, das ist schon mal etwas. Aber da kriege ich den letzten nicht. Scheiße. Okay. Das war so eine entscheidende Geschichte, die ich wissen muss. Dass er das kann. Zack, zack. Das Schöne ist, wenn ich die oben in die, so in die Ecken manövriere, dann komme ich da überhaupt nicht weiter. Keine wieder kann mehr überspringen. Oh Mann. Das Geräusch ist zum Glück ja überhaupt nicht nervig. Ach komm, jetzt fick dich doch, Mann. Oh, schön. Und an Anfang gibt es in die Richtung schon mal gar nichts. Wieder nichts zum Überspringen fertig, so. Ich kann jetzt schon wieder restarten, weil noch nichts zum Überspringen ist. Zack, zack. Zack. Zack, hab ich gesagt. Der muss so irgendwie weg. Nochmal den so, dann ist der weg. Dann können wir da hinspringen. Das haben wir wieder genau gleich. Schön. Wow, wieder drei über. Herzlichen Glückwunsch. Thank you.
Ist echt egal, was ich tue. Ich komme hier nicht weiter. Jetzt ist sogar noch einer mehr. Ich hab da langsam keinen Geist mehr zu, echt nicht. Aber hier kommen wir nie wieder hin mit irgendwas zum Überspringen, also hat sich das ja schon wieder erledigt. Die Geräusche vor allem sind so über, zum Glück überhaupt nicht nervig. Nicht einmal, nicht auch nicht. Wieder nicht überspringen und wieder drei übrig. Schön. Das sind da immer genau drei, das kann doch nicht sein. Was für ein Spiel basiert denn das hier? Kann das nicht irgendein normales Spiel sein, wo ja jeder kennt? Oh, schön, wieder drei über. Können wir ja überhaupt nicht. Hey, wieder drei übrig. Die Minispieler gehen mal so auf die Eier. Ich habe echt keine Geduld für so einen Scheiß. Wenn es denn richtig funktionieren würde, ey, du klickst dir teilweise an und das passiert aber gar nichts. So, wieder drei übrig. Herzlichen Glückwunsch. Jedes Mal. Wieder drei übrig. Oh Mann. Ah, zwei übrig, schön. Die Geräusche, wieso müssen die immer so ultra nervige Scheißgeräusche da drin haben? Ey, das kann doch nicht sein. Hey, guck mal, einer übrig. Oh. Das kann doch nicht sein, ey. Ja, drei übrig, Klassiker.
Hey, ich sitze schon nicht mal mehr aufrecht. So viel Spaß habe ich gerade wieder. Du, 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 du. Mit so halb nur nervigen Geräuschen. Wer ist denn halb so nervig? Und das war's. Weiter. Oh, wieder zwei übrig schon. Oh Mann, wieder zwei übrig. Wieder einer übrig. Okay, bis mein Timer auf 25 sagt, probier es noch. Das sind bei mir dann noch nicht ganz anderthalb Minuten. 25, zweieinhalb Minuten. Oder 23, ich weiß es nicht, je nachdem, wie es mir wegkommt. Ich probier es noch ein paar Mal. Also, da ich das noch nicht kenne, ist es wenigstens nicht halb so, wenigstens nur mal halb so entnervend wie die anderen. Die, wo wir halt schon in dreifacher Ausführung hatten. Ja, das ist mir sowas hier, lieber. Das hatten wir wenigstens noch nicht. Wieder einer übrig, Mann. Zwei übrig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt kann ich jetzt schon wieder knicken. Es wird wieder schlechter. Vier übrig. Zwei. Fupp.
Ab. Wieder einer übrig. Herr Zeimer sagt 25,5. Zeit zu überspringen. Ich versuch's halt wirklich. Ich will's ja nicht aufgeben, aber es bringt mir da mir noch echt was, wenn die da jetzt dann noch 60 Minuten dranhängen. Mann, bei dem scheiß Juwel, ne, da war die endgültige Grenze. Eine fucking Stunde habe ich's versucht und es nicht geschissen gekriegt. Hätte ich das aufgenommen, hätte. Nee. Das kann ich nicht machen. Das kann ich einfach nicht machen. Jetzt verstehe ich, um was es hier wirklich geht. Jetzt schon. Es geht hier um nichts anderes als den Gral. Mhm. Davon bin ich überzeugt, seit die Ultramontanisten im Spiel sind. Glaubst du, der Gral ist wirklich hier unten? Ich bin seit der Scheißmaße davon überzeugt. Glauben hilft mir da nicht viel. Aber wenn der Gral hier unten ist, werde ich ihn finden. Verlass dich drauf. Dann, nachdem auch unser Professor Schlauschlau dann überrissen hat, Dr. Professor ich hab's aus dem Mikro rumgeworfen. So, nachdem unser Dr. Professor Schlauschlau dann auch endlich überrissen hat, dass es hier um den Heiligen Gral geht, würde ich sagen, lassen wir die Folge hier lassen wir die Folge hier enden und regen uns intern über das auf, dass ihr die Minispiele hier nicht fertig spielen kann, selbst wenn ich es wollen würde, weil das länger in Anspruch nehmen würde, als es irgendjemand zumuten wollen würde, / wollen will. Auch wenn es im Bereich Minispiele immer schlimmer wird, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.